ist Martin Wölker und ich bin Logistiker. Willkommen zu Martins Wahrer Logistik Part 2. Bisher haben wir die einzelnen Forschungspakete aufgelegt, hier oben gezählt, aufwärts für Auflegen und Entnahme an den Forschungseinrichtungen abwärts. Das heißt, wir haben hier eine Bestandskontrolle. Wunderbar. Eleganter wäre ja, wenn man das dynamisch auch noch herstellt. M ist die neue Grenze und S ist dann eben wie Start. Und damit dieser Schalter auch darauf reagieren kann, muss ich natürlich einen zweiten Kombinator aufbauen. Dann kommt hier das S an. S größer 0 ist. Dann geben wir einen T aus und der läuft dann los. Die Weiche reagiert hier auch auf S. Dann müssen wir natürlich die Forschungspakete, die wir produzieren, auch ausgeben. Und wir müssen dem sagen, wo die Grenze ist. Das machen wir darüber, dass wir das einfach hier hinleiten. Und wenn die was nehmen, sollen sie es gefälligst auf die rote Signalleitung nehmen. Die rote Signalleitung ist hier um die Ecke verkabelt und geht hier wieder auf unseren Zähler. Ein Zähler für alles. Dann müssen wir jetzt noch den richtig einstellen, gehaltene Gegenstände auslesen. Und wir machen das so lange, wir kleiner als M sind. Das machen wir natürlich hier auch. Müssen wir jetzt nur noch sagen, nimmst natürlich hier grüne. Gut, dann müssen wir noch versorgen. Die produzieren schon mal was, warten wir mal kurz ab. Das ist natürlich ziemlich langsam. Hat er schon was gemacht. Er legt nichts aus, weil der Treiber ausgeschaltet ist. Gut, ich beschleunige das, indem ich einfach jetzt hier die schnelleren Maschinen nehme und ich rüste die auch noch mit Beschleunigungsmodulen aus. Zweimal ein Energiesparmodul hinein, damit das nicht so eine Sauerei wird. Jetzt so, sehr schön. Da haben wir es eingelegt. Machen wir einen Test. Die haben jetzt Strom. Ich lege was auf. Wundervoll. Und wie viel haben wir jetzt hier drin? Jo, jetzt haben wir genügend drauf. Das ist schön. Erforsche ich mal das hier. Habe ich noch nicht gemacht. Jo, die legen los. Super. Versorgt sich nach. Nimmt immer das, was er braucht. Sehr schön. Vorher ein bisschen Schwierigkeiten. De facto wieder an die als Filter eingesetzt. So, wie könnte man dafür sorgen, dass da schneller reagiert werden kann? Ganz einfach. Wir müssen mehr aufs Band auflegen. Wunderbar, erledigt, hat also geklappt. Also recht gut. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist nicht so richtig toll. Ich setze das mal hier, das M mal auf 60. So. Das heißt, wir machen jetzt hier mehr. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir sagen einfach, wir machen jetzt beides gleichzeitig. Wir haben jetzt hier einen Vorrat angelegt mit Materialien. Hier produzieren wir nach und aus dem Vorrat wollen wir auch noch ergänzen. Das heißt, ich sage hier, das mache ich auch mal auf 60. Ich mache mal auf 30, reicht für die aus. So. Und ich sage auch hier an. Dann nehmen wir einfach alles jetzt auf. Das heißt, der sorgt dafür, dass 60 hier rüber sind. Habe ich also insgesamt dann 90 rote und grüne drin und die anderen habe ich immer 30 drin. Ne? So, und hier durch diesen Mischer sorge ich dafür, dass auf beiden Seiten was aufgelegt ist. Das funktioniert ja sehr gut. Die fangen an, sich zu versorgen jetzt. Dann haben wir gleich alles eingefüllt. Diese Zeit geben wir uns noch. Wir erinnern uns daran, immer einen stabilen Zustand erreichen. Dadurch, dass wir jetzt einen Shortcut haben, ne, laufen die jetzt alle hier rein. Und seht ihr hier, der liefert auch keine grünen und roten mehr nach. Klar, weil er hat ja schon 30 geliefert und die werden momentan nicht wieder runtergesetzt. Wunderbar, alle Farben sind verfügbar. Hier kommt auch nichts mehr. Stabiler Zustand erreicht. Dann sage ich, gut, wir forschen was. Und zwar die hier.
können schneller werden. Das mache ich jetzt mal. Forschung starten. Da habt ihr gesehen, ein blauer drauf liegt. Bei Blau werden ja versorgt, aber habe ich ja nur hier die Versorgung. Hier habe ich ja keine blauen. Also schicke ich die von hier. Das ist das Schöne daran, man kann einfach von irgendwo versorgen. Solange auf dem Band Platz ist, ist das auch kein Problem. Wir gucken mal nach, wie die Bestände sind. Rote sind wir etwas langsam. Aber es ist noch genug da. Es ist von allen Sorten noch genug da. Da warten wir einfach ab, bis das abgelaufen ist. Gut, das war's für den Part 2. Bis dann, ich freue mich drauf.